Susi Brandt. Guten Abend. Diesen Besuch in Sachsen-Anhalt dürfte Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht so schnell vergessen. Eigentlich ist sie nach Quedlinburg gekommen, um ihre Parteifreunde im Bundestagswahlkampf zu unterstützen. Insbesondere Sachsen-Anhalts CDU-Spitzenkandidatin Heike Bremer. Doch wo die Bundeskanzlerin auftaucht, da polarisiert sie auch. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, es ist ein Computerspiel. Staub, Krach, Panzergrollen und Gefechtslärm waren heute aber in keinster Weise animiert. Über 8000 Sachsen-Anhalter konnten beim Tag der offenen Tür im Gefechtsübungszentrum der Bundeswehr in der Altmark live erleben, wie der Alltag der Soldaten aussieht. Die berühmtesten Motorradclubs der Welt, die Hells Angels oder die Bandidos, haben in der Vergangenheit oft dafür gesorgt, dass die Rocker nicht immer den besten Ruf haben. Dass es aber auch ganz anders geht, haben heute die Zeitzer-Biker bewiesen. Sie haben sich von ihrer ganz weichen Seite gezeigt und einem schwerkranken Mann einen Herzenswunsch erfüllt. Die AfD in Sachsen-Anhalt hat einen für morgen geplanten Landesparteitag in Dessau-Roßlau überraschend abgesagt. Landeschef André Poggenburg begründete die Absage mit Aufrufen zu linken Sabotageakten im Zuge des Parteitages. Die Polizei konnte dies auf Nachfrage nicht bestätigen. Der außerordentliche Landesparteitag soll nun nach der Bundestagswahl stattfinden. Einen kurzen Überblick über das, was heute im Land außerdem los war, hat Jens Keller für Sie. Seit den Anschlägen von Spanien reagieren die Sicherheitskräfte auch hierzulande wieder sensibler. Wer zu Großveranstaltungen wie zum Fußball- oder Musikfestivals geht, der bemerkt mehr Personal und wird häufig intensiver kontrolliert. Das hat auch mein Kollege Tino Wiemeyer heute beim traditionsreichen Laternenfest in Halle erlebt. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wer kurz entschlossen noch Lust auf große Stars, Sommerfeeling und ein spektakuläres Höhenfeuerwerk hat, auf nach Halle zum Laternenfest. Oder Sie machen sich's eben vor dem Fernseher bequem. Die Sommerparty mit Sarah und Lars und zahlreichen Stars wie Jan-Josef Liefers und seiner Band Radio Doria. Oder auch Michael Patrick Kelly wird ab 20.15 Uhr live im NDR übertragen. Aus einem Ei dieses Vogels können Sie Rührei für 10 Leute machen. Sportler schätzen sein Fleisch, weil es so ungemein reich an Proteinen ist. Ja, und genau diesen Piepmetzen, wo im Moment nur die Füße zu sehen sind, hat sich eine Frau aus Stichelsdorf bei Halle verschrieben und sich damit ihren Traum vom Landleben verwirklicht. So Sand habe ich gar nicht gesehen. So ein Strauß steckt ja auch gerne mal den Kopf in den Sand. Ja. Und ich erinnere mich an Lothar Matthäus, der hat ja auch mal so einen Sensationssatz in diesem Zusammenhang gebracht. Wie hieß der? Ja, man sollte den Sand nicht in den Kopf stecken. Na, ich sag mal, Mailand oder Madrid, Hauptsache Sachsen-Anhalt. Ja, es geht auf jeden Fall heute bei dir um Fußball. Auf jeden Fall. Und da hatte Halle ja zuletzt auch ordentlich Sand. Ja, aber im Getriebe. Stefanie, das Wetter hat heute im Großen und Ganzen gehalten. Von ein paar kurzen Schauern mal abgesehen, können wir morgen den Regenschirm denn zu Hause lassen? Das klingt auch wirklich alles noch nach Sommer. Ja, und von einem Sturm Harvey, der gerade die Amerikaner stresst, ist im Moment auch nichts zu sehen. Dazu jetzt gleich mehr bei den Kollegen von MDR Aktuell. Wir sehen uns dann morgen Abend wieder, Punkt 19 Uhr. Ihnen jetzt erstmal einen schönen Abend. Bis dahin, tschüss.